Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaster Friends TV live vor Ort. Die Saison 2016 startet dieses Jahr europäisch. Denn wir sind heute für euch bei der offiziellen Eröffnung von Lost Gravity im niederländischen Freizeitpark Walibi Holland. Lange hat es gedauert, bis die Vermutungen endlich es hergegeben haben, welcher Wagentyp hier heute zum Einsatz kommen wird. Jetzt ist es klar, es ist eine Neuentwicklung aus dem Hause Mack Rides. Die neuen Wagen haben sowohl traditionelle Sitzplätze, aber auch Außenplätze, bei denen der Besucher mit den Beinen frei über der Schiene hängt. Ob dies das Gefühl des Fliegens heute wirklich mit sich bringen wird, werden wir für euch heute exklusiv von der Eröffnung berichten. Viel Spaß! My emotions need to be unfrozen. Can't hardly talk about it. I know everything, I know everything, yeah. Can't be this last one no more. I need that power to win this fight. So I glow up, I walk away. Ist so ein bisschen die Premiere, ne? Also wir hatten bisher noch keine einzige Bahn, wo wir ein Interview drauf gemacht haben, die wir noch nie gefahren sind. Ja, das ist wirklich gut und dann jetzt natürlich auch so ein Kracher gleich am Anfang. Ich freue mich. Also es schaut schon gut aus. Jetzt geht's erstmal den Lifthill hoch. Ja, der Lifthill soll ja relativ schnell sein, tatsächlich, habe ich ja gelesen. Ja, es sah von außen aus. Wir haben es ja jetzt gerade gesehen, wo das Feuerwerk da war. Da haben wir gesehen, es sah smooth aus, es sah schnell aus. Er zieht an, das ist schon mal ganz gut, ja. Was sind denn so deine Erwartungen, so generell von der Bahn? Ich erwarte mir eigentlich einen sehr smoothen Ride, weil Mack kann es eigentlich. Und ja, interessante Elemente hier, gleich der First Drop, oh ja! Okay, First Drop kam schon mal ziemlich gut. Super Airtime! Also der erste Drop war schon richtig gut. Drop war richtig geil, nochmal Airtime hier. Und jetzt gehen wir hier auf den schönen, schönen Camelback. Oh! Ah, sehr gute Airtime. Airtime ist tatsächlich richtig gut vorhanden in den ersten Schienenteil. Jetzt hat man hier mal ein bisschen Überblick, die Bahn gibt Gas. Ah, jetzt ist ein bisschen die Puste raus, oder? Ich muss sagen, wir bleiben fast stehen, wir müssen ein bisschen anschieben, aber dafür geht es jetzt schön in ein schönes Überkopf-Element. Hallo ja. Daniel. Hallo. Ja, jetzt hier ein schöner Turn nochmal, auch schön overbanked. Und ah, guck mal, da kommt Wasser. Aber war noch ein bisschen weg. Ja, ein Ticken war es weg von den Füßen. Jetzt in die letzte Helix mehr oder weniger rein. Ja. Gut, schaut nicht schlecht aus. Hat Druck. Ein Foto. Wir wurden geblitzt. Wir waren zu schnell. Letztdings. Ja. War gut, oder? War nicht schlecht. Also es war gut, sehr gut. Ja, also ich muss sagen, also der erste Teil war sensationell, richtig gut, richtig schön Airtime. Natürlich butterweich, tolle Sitze. Bisschen am Ende, also gerade ab dem Mittelteil verliert man komplett die Geschwindigkeit. Dafür kriegt man natürlich die Überkopfelemente richtig langsam, wo vielleicht der eine oder andere Familienvater Angst bekommen wird ohne Schulterflügel. First of all, congratulations to the wonderful new roller coaster in your park. Thank you very so you must be really proud, huh? I am, yes. I'm proud about the opening day, about the opening of the ride. The opening itself was a sensation, so I'm very happy. Yeah, it's good. We've been there
three times now on the right. Yeah. I couldn't see it on your hair. It's quite good. And I must say that, yeah, the ride is absolutely amazing. So you have a really good signature ride in your park. So what brought your decision to bring a Mack roller coaster to this park? Because of the four suppliers we contacted, they had the best plan. And afterwards, of course, we discussed a lot about the layout of the track and the combination of elements. So we had quite some discussions. But in the end, they had the best plan. Okay, so the whole layout, was it your wish? You said, okay, we want to do this turn, we want to do this head element? We didn't really, at first we said we want a teenage ride, no family ride, and we want a compact ride, so not a big footprint. Okay. And we want elements that are really gross. and they did a proposal, and which was the best of the suppliers, the four suppliers we had. And then we started discussing. We had an expert from Compagnie des Alpes also having a look, and he proposed some elements. In the end, we had a layout, and we were told this is too heavy, this is too fierce. Guests will come out sick, and nobody will be in your queue line. They said, okay, we narrow it down, and this is what it has become. Wow. Yeah. That's amazing. And you always wanted to do such a theming with the Lost Gravity theming? No, we did the same thing with the design of the track. We did the same with the design of the theming. So we asked four companies to, we made a briefing, asked four companies to do a proposal. And two were really, was a quick no, because they were too traditional. And in the end, we found this design the most surprising. And we wanted to create something new and 100% fit to the target group. So this is what it has become. Yeah. So your target group is mainly the youth or teenagers? Yes. Okay. And not all come together, so they come with parents as well, but we really focus 100% on teenagers. Wow. Yeah. So in the future you're planning more thrill rides for the teenagers or maybe a mix? No mix. Okay. No, we are very strict in our choices. We have to, because in Holland there are a lot of attraction parks and most of them focus on families with kids. And if you look at the content of our park, we have a lot of thrill rides, so we just extend the collection, and we've just did that with Lost Gravity. Oh, okay, because I also think one of your main events are there for Halloween. Yes, Halloween is pretty big right now, and I think the whole roller coaster fits really good in your Halloween theming. Yeah, I'm very happy because it's opposite to Fire Pit, and that's a very crucial area for Halloween. Okay. We have a great plan for Halloween next Halloween, so please come back and tell me if you like it, if you dare to enter. Yeah. I can't explain anything more, but it's really cool. Sounds pretty good. So thank you very much, and again, congratulations. Thank you. Thank you, Masha. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye.